im Laufe der Zeit nicht die Stimme später wird, sondern das Video. Dann hat es wahrscheinlich keiner verstanden. Hey, das Abteil ist für uns Seats reserviert. Toll. Wow! Wow, legendär! Was ist legendär? Na, Süße? Ich liebe Züge! Okay, ich bin wieder weg. Gehen wir auch mal da rein. Was geht denn hier so ab? Hehe, ist ja super. Ich bin wieder weg. Ich darf hier nicht rausgehen, schade. Ich wollte mich eigentlich erstmal ein bisschen umgucken. Schade. Aber ich hoffe, das können wir später noch machen. Schön, dass es dir gefällt. Es gibt sogar Zeitschriften. Mein Hund, um einzuhalten. Legendär dieses Abteil. Gut, dass ich ein Seat geworden bin. Hey Score, kennst du Timber? Sagt mir wenig. Gell, dann hör mal zu. Timber ist von Wäldern umgeben. Aber vor 8 Jahren wurde es von Galbadia angegriffen. Im Handumdrehen wurde es eingenommen. Seitdem gehört Timber zu Galbadia. Dort soll es kleine und größere Widerstandsgruppen geben. Und? Das war's. Danke für die Mühe. Jo, überlass das mir. Raus. Irgendwie komisch. Ruht euch aus, wenn ihr müde seid. So müde. Hey, alles okay? Was zum Henker? Ah, seltsam. Ich bin auch müde. Hey, was ist? Ah, diese ekelhaften Fantasy-Geräusche. Was ist los? Ach, jetzt kommt schon. Kommt jetzt schon das, was ich befürchte? Oh mein Gott. Ist es jetzt schon soweit? Jetzt schon? Echt? Die Mucke ist geil. Hä? Ich bin ein Mann? Ja, es kommt. Okay. Ein kleines Paralleluniversum. Stimmt die Richtung überhaupt, Laguna? Was? Halt! Wann wird jetzt nämlich sehen, wie steuert nicht mehr Squall, Selfie und Xel, sondern Ward, Laguna und Kairos. Ziemlich coole Typ auf jeden Fall. Der hat irgendwie so einen riesigen Speer, total geil. Und eine Harpune, genau. Der hat ein Maschinengewehr und er hier hat einen Katar. Und die haben jetzt die gleiche Kopplung wie wir auch. Also wie jetzt. Ich kann jetzt gerade mal so mal gucken. Okay, das ist Selfie. Wie passend, ne? Der fetteste überhaupt ist, stellt die nervigste und kleinste dar. Das hier ist der Squall und das ist das Pendant zum Xel. Also jetzt nicht vom Xel selbst. Hätte ich jemand anderen in der Gruppe gehabt, dann wäre es jemand anderes gewesen. Und die Kampfmucke hier finde ich total geil. Und wir können hier sogar Fongoongus bekämpfen. Die Kampfmucke mit dem Sterbegeräusch der Fongoongus, ne? Das ist eigentlich eins der prägenden Sachen von Final Fantasy 8 für mich. Da sind sie, Fongoongo. Die sind ja schon irgendwie süß. Ich will dem nicht wehtun. Ich hätte viel lieber die drei als Hauptcharaktere. Der hier ist immer sein Klingen. Zack! Mir tut die echt ein bisschen leid, so, wenn die dann so rumjammern, wenn die sterben. Wir kriegen trotzdem Erfahrungspunkte währenddessen. Und auch APs, ja. Und halt, ne, wenn der Kairos jetzt aufsteigt, hat eigentlich der Xel ein Level-Up. Also das ist leicht zu erklären und leicht zu verstehen wahrscheinlich auch. It burns! Und Zauber, die wir hier ziehen? Du hast dich doch nicht wieder. Was habe ich? Vita gefunden, hey! Ja komm, Laguna. Du hast es gekoppelt. 8-mal Vita gezogen. Was ist noch für Gegner? Archodinus! Oh, eine Heulechse! Kennen wir auch schon von der Karte. Ich mag die Fongoongos. Wie mühsam der einfach auf uns zugekrabbelt kam. So, jetzt ballert ihr mal über den Haufen und du, Ward, mach deine Harpune. Ward finde ich ziemlich geil. Aber zieht natürlich nichts ab, weil der natürlich die Stärkewerte von Selfie hat und so. Vernichte ihn! Oh,
Oh ne, jetzt tut es mir wieder leid, wenn das Ding so zusammenschrumpft. Ja, doch, so ein Fungo-Ongo als Haus hier wäre schon geil. So ein Pilz. Okay. Aber wenigstens gibt das gut AP. Quetzalcoatl! Am liebsten hätte ich sowieso Gegner, die einfach wenig Punkte geben, leicht zu besiegen sind, aber viel AP. Hinterher die Kaktoren. Ja, ich habe schon mal gespoilert, hier wird es auch Kaktoren geben, aber ich habe ja schon die Karte gehabt. Hier sind ganz schön viele Kämpfe. Heidewitzka. Die geben, glaube ich, gar keine Erfahrungspunkte und nur APs. Und damit kann man... Das ist ein super AP-Boost, dass man einfach die ganzen Fähigkeiten von den... Was? Von hinten? Dass man die ganzen Fähigkeiten von den Viechern lernen kann. Die haben eine Mumu im Gesicht. Die umgeben es von Zähnen. Zack, zack. Ich finde Kairos ziemlich cool. Und der steht da so ein bisschen... verrückt. Der erinnert mich ein bisschen an Voldo von Soulblade. Voldo von Soulblade, auf jeden Fall. Auch wegen der Waffe und wegen der ganzen Haltung und so. Haben sich bestimmt davon inspirieren lassen. Achso, und wenn ihr jetzt sagt, Soulblade, du meinst bestimmt Soul Edge. Nein, ich meine Soulblade. Soulblade ist der Vorgänger von Soul Edge, was wahrscheinlich viele von eurer Generation gar nicht wissen. Ah, ich bin mit Soulblade groß geworden. Fragezeichen. Was, wie, was? Komplette Verwirrung. Aber ich mag die Umgebung hier. So dschungelmäßig. Hey, wir sind noch im Krieg. Wir kämpfen doch gegen die Timbersoldaten. Wie kommt es dann, dass wir mit Tieren herumtollen? Das ist, ich meine, nein, du hast dich verlaufen. Wir gehen zurück zur Basis. Auf nach Deling City. Hey, Laguna! Ich mag den dicken, großen Mann. In der Anleitung steht sogar, wie groß der ist, aber ich habe die nicht griffbereit. Oh mein Gott. So, du hast mal den Aqua gefunden. Haben wir ja schon drei. Nein, der hat's noch nicht. Okay. Sechsmal Aqua gezogen. Ah, Moment, ich kann eigentlich. Ach, die Quizzes habe ich hier natürlich nicht. Timberwald. Genau. Ich würde nämlich gerne zu Beginn der nächsten Aufnahme euch einfach mal die ganzen Charakterbeschreibungen vorlesen, wenn es denn sowas gibt. Falls ich das vergessen sollte, erinnert mich bitte direkt daran. Also, nächste Aufnahme, keine Ahnung, in 5, 6, 7 Parts irgendwann. Poppen die da drin oder was? Falls ich da nichts vorlese, erinnert mich dran. Sobald ich einen Kommentar lese, denke ich, leg ich mir das Scheißding direkt hier hin. Nee. Oh, Deling City war echt nervig. Das war echt nervig, Deling City, ey. Weil da kommen wir auch noch mit dem Squall hin. Hey, musst du hier parken? Na Hund, warum nicht? So, jetzt betrinken wir uns mal. Hey, du verträgst ja nichts. Du bist doch nicht auf Drinks aus. Gib das doch endlich zu. Trink du deinen Orangensaft, Laguna. Du starrst sowieso nur auf dieses Piano-Girl. Sag nicht Piano-Girl. Okay, dann eben nicht. Ich werde dort nicht mehr hingehen. Du wirst aber trotzdem hingehen. Ich finde die drei viel sympathischer als unsere Protagonisten. Echt? Okay, den Xel finde ich gut. Den können wir hier noch vielleicht noch reinpacken. Aber ich finde die drei schon cool. Laguna finde ich besser als Squall auf jeden Fall. Und War definitiv besser als Selfie. Guten Abend, Sir. Bim, bim, bim. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss, weil Deling City ist, also ich will nicht sagen, eine riesige Stadt. Mittlerweile gibt es sowas wie San Andreas oder GTA 4 oder Batman Arkham City. Oder GTA 5, klar. Aber... Warte, ich muss mal gerade kurz was gucken. Es kann auch sein, dass wir hier vielleicht Sachen finden. Das habe ich schon. Zum Beispiel Zeitschriften. Die wir nur jetzt hier halt in dieser Parallelwelt finden. So nenne ich es gerade mal noch. Ja. Auf jeden Fall, was habe ich gesagt? Erzählt, ich habe es vergessen. Schade. Kartenspiel? Die Klavierspielerin an der Hotelbar, oder? Ja. Auf jeden Fall später, wenn wir noch mit Squall hin müssen, das wird... Ich mag den Link City wirklich nicht. Guten Tag. Willkommen, gehen Sie bitte zum Empfang. Nee. Willkommen. Wenn Sie nicht reserviert haben, benötigen wir eine Vorauszahlung. Nee. Vergiss es. Wir gehen jetzt erstmal zum Piano Girl. Auf jeden Fall, die Stadt ist relativ groß. Sie besteht aus ziemlich vielen Screens. Drei. Na? Guten Abend, Ihr Platz ist immer frei. Ich will noch ein bisschen rumgehen. Ich gehe noch ein bisschen rum. Ich wurde heute in die Pioniertruppe. Ich heiße, ja, gute Zusammenarbeit. Mein allererster Tag, der Anfang in meiner Karriere. Prost, auf mich! Sind wir bereits schon Bigs? Wie du schon ahnst, bin ich der Bodyguard von Julia. Verhalte dich also ruhig. Ja, Julia, du hast einen Bodyguard. Schön, ne? Darf ich Klavier spielen? Nein. Oh, verdammt. Okay.
Na, will ich erstmal noch echt noch hier vielleicht ein bisschen rumgucken. Darf ich hier so rein? Darf ich? Der ist nur für die Gäste unseres Hotels. Na gut, komm, dann gehen wir mal 100 Tacken raus, mein Gott. Ich will das Zimmer durchsuchen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nacht. Und wehe, ich wach nicht im Zimmer auf. Ja, doch. Wollt ihr mich jetzt hier irgendwie verführen oder was? Die kamen so weit auf mich zu, so. Ja, Laguna. Alles fit? Ich muss aber dazu sagen, vielen Dank für den Besuch. Schönen Tag noch. Ich muss leider dazu sagen, dass ich noch nie auf die Story des Spiels geachtet habe. Also noch nie so wirklich beim Durchspielen. Und dass ich bisher noch nicht weiß, ob ich das Spiel schon fünfmal durch habe, was es mit diesem, mit Laguna und so auf sich hat. Aber ich werde es beim Let's Play erfahren. Ja, gut, komm, dann gehen wir da jetzt mal. Setzen wir uns hin. Was ist das denn? Was ist? Ist was los? Ich weiß nicht. Ja gut, komm. Dann setzen wir uns jetzt doch hin. Oder kann ich jetzt noch was anderes auswählen? Nee, doch nicht. Setzen wir uns schnell hin. Danke. Ein Traum? Na gut, dann ist dann mein Traummann. Jo, was geht hier ab? Was ist mit mir los? Setzen! Das war's. Lass uns saufen, bis wir umfallen. Was für eine Stimmung. Was hätten Sie gerne? Das Übliche. Ich auch. Volle Kanne! Ist doch schlimm, seine Uniform da zu sitzen. So, na gut, dann lass deine Julia. Julia. Heute sollst du mal hingehen. Ich bin auch schon betrunken. Ja, los! Red keinen Scheiß, Julia ist gerade im Dienst. Du hast uns noch nie enttäuscht. Geh jetzt auf die Bühne. Das ist doch lächerlich. Trotzdem, Laguna, steh auf und geh zu Julia. Nee. Sollen wir rummachen? Soldat, stör mich nicht, wenn ich träume. Wie du träumst. An meinem ersten Arbeitstag ein wunderschönes Klavierstück. Das ist für mich ein wirklich besonderer Tag. Na, Süße. Oh, meine Hände riechen noch nach Curry. Ich habe mir heute so eine geile Currysoße gemacht mit Putenbrust. Boah, die war richtig gut, ey. Selbst von mir ein bisschen überrascht. Mein Gott, Julia ist so nah. Er tut es wirklich. Also das natürlich mit den dunklen Klammern, ne? Das sind eigentlich hier Squall, Self und Xell. Mist. Ich bekomme einen Beinkrampf. Au! Von wie ihr ist einfach mal total scheißegal. So, spielen wir weiter. Alle Ward lacht sich schlapp. Wie traurig. Das muss die Selfie gewesen sein. Den Männern ist sowas scheißegal. Mir sind diese G-Sounds nicht gerade synchron. Nochmal, komm, wir versuchen es nochmal. Hallo. Das kann ich nicht. Ich kann die Leute doch nicht bei der Arbeit stören. Ja, natürlich. Dafür sind wir doch hier. Gut gemacht. Gut gemacht. Mission beendet. Setz dich. Das habe ich dir nicht zugetraut. Jetzt kriegst du einen Pluspunkt. Aber du hast dich vor Julia etwas daneben genommen. Männlichkeit minus 3 Punkte. Sagt, was ihr wollt. Puh. Bist du schön, Julia. Ah. Wow. Na gut, aber wir werden jetzt gehen. Was ist denn? Bleib doch noch ein bisschen. Wir spendieren dir alles. Lass dir Rückzeit, Laguna. Dem, dem. Darf ich mich hier hinsetzen? Oh. Da ist der Kraft direkt wieder da. Oder störe ich gerade? Absolut nicht. Bitteschön, bitteschön. Wow,
das ist die echte Julia. Was mache ich, Kairos? Wart, helf mir doch. Was soll ich sagen? Gott, ist sie schön. Denkt ihr überhaupt irgendwas? Hast du dich etwas beruhigt? Irgendwie schon. Wie geht's deinem Bein? Ach, das passiert regelmäßig. Das ist nicht so schlimm. Jedes Mal, wenn ich aufgeregt bin, kriege ich Beinkrämpfe. Warst du aufgeregt? Ja klar, auch jetzt noch. Ach komm, ich will nicht, dass jemand wegen mir nervös wird. Dann zieh dir doch mal was an, Mädchen. Tut mir leid. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir nicht zu mir ins Zimmer? Wow! Dein Zimmer! Vielleicht werde ich ja schwul. Naja. Hier ist nicht der richtige Ort. Die ganze Umgebung lauscht uns. Aber nur, wenn du willst. Ich wollte immer mit dir reden. Magst du nicht? Doch. Ich warte auf dich. Ich sage dem Hotelier am Eingang Bescheid. Tja, gelungener Abend, würde ich sagen, ne? Jackpot. Das ist ja wie im Traum. Hoffentlich ist das ein Traum. Nein, das ist kein Traum. Real ist es auch nicht. Julia will mit mir reden. Der denkt zu viel. Mit mir alleine. Was machst du jetzt, Laguna? Mach, was du willst. Bisher habe ich immer den Fehler gemacht, dass ich alleine geredet habe. Heute werde ich Julia reden lassen. Ich werde sie mit meinem Sexappeal verführen. Und? Wie willst du dich mit Julia unterhalten? Sie steht bestimmt nur auf niveauvolle Gespräche. Wir spielen Karten. Kein Problem, das schaffe ich mit links. Bei dir spricht man nicht von Gesprächen. Wenn nur einer redet, nennt man das Monolog. Komm, hier, mach schon mal die Buchs auf. Ah, nur einen Schluck trinken. Oh. In der Dreiviertelstunde, ey, das geht viel zu schnell rum hier, diese verschissene Zeit. Ich möchte eigentlich nicht speichern. Hallo. Guten Abend, wollen Sie übernachten? Wo ist das Zimmer von Julia? Du gehst wirklich hin? Sie sind Herr Laguna. Wir haben die Nachricht erhalten. Ich werde Sie ins Zimmer von Miss Julia begleiten. Ich finde das eigentlich ganz lustig, so wie die hier das schreiben. So, eigentlich die Auswahl, ich will das Zimmer von Julia, ne, dass er denkt, ich möchte das jetzt sagen. Und jetzt nur, Nett, dass du gekommen bist. Ja, finde ich auch. Danke für die Einladung. Eingeladung. Setz dich. Ist hier irgendwas drin? Hallo? Komm, klau ein paar Blumen. Schenke sie. Auch wenn sie schon ihr gehören. Oder dem Hotel. Ich muss direkt vor dir stehen, damit ich dich ansprechen kann. Der hat mein Puder berührt. Und schon wieder. Willst du schon gehen? Wir haben doch noch nicht einmal geredet. Nein, nein, so ist es nicht. Ich bin ein großer Fan von dir, von daher etwas aufgeregt. Ich habe dich sehr oft gesehen. Aber ich muss jetzt mal gerade kurz was sagen, ne? Ich meine, die Julia ist wahrscheinlich jetzt hier total die Musikerin schlechthin, ne? Aber auch wenn ich mich teilweise mit Zuschauern getroffen habe, ne? Die haben sich ähnlich verhalten beim ersten Mal, ja? Ich habe dich sehr oft gesehen. Du hast mich gesehen? Spring aus dem Fenster! Oh, nee, doch nicht. Du hast mich immer angelächelt, nicht wahr? Ich mag deine Augen, auch wenn sie jetzt etwas verunsichert sind. Komm, ich tue dir nichts an. Ich will mich mit dir unterhalten und dir in die Augen schauen. Lass uns was trinken. Magst du Rotwein? Bäh, nee. Das darf nicht wahr sein. Eigentlich hasse ich Kriege, aber ich bekomme dadurch viel um die Welt. Aber ich komme dadurch viel um die Welt. Verstehst du, was ich meine? Außerdem bin ich immer mit Kairos und Ward zusammen. Das sind meine besten Freunde. Wir können ja mal zusammen was trinken gehen, okay? Okay? Und was wollte ich noch sagen? Später will ich Journalist werden. Ja, von wegen Monolog und so. Dann kann ich jedem berichten, was ich auf der Welt erlebt habe. Im Ernst, der Typ hat sich ja bei ihr schon eingenistet. Ah ja, neulich wurde mein Beitrag in einer Zeitschrift veröffentlicht. Das war echt eine Freunde. Freunde, genau. Eine Freunde. Das war großartig.
Die Zeitschrift ist die Timer Maniacs, ja? Und deswegen können wir da durch diese Zeitschriften auch noch ein bisschen Hintergrundwissen erfahren. Ja, bestimmt. Ist aber auch nur optional. Müssen wir nicht. Genau, und dazu kam... Bla, 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 bla. Sorry, ich wusste nicht, dass du nichts verträgst. Es ist ja total Knülle. Komm, nutz die Chance, Julia. Du hast wie ein Kind geschlafen. Ups, das wollte ich nicht. Irgendwie bin ich eingeschlafen, ohne was zu merken. Erzähl doch mal was, was du später machen willst und ähnliches. Ich will nicht nur Klavier spielen, sondern auch singen. Das würde ich gerne hören. Nur wenn es klappt, mir fiel bisher kein guter Text ein. Ach so, das ist auch bestimmt nicht einfach. Ich denke aber, dass ich durch dich einen schreiben kann. Durch mich? Ja, genau. Du hast mir all deine Gefühle gezeigt. Deine Schmerzen, deine Freuden, deine Sorgen und deine Wärme, die durch deine Augen dringt. Du hast mir wirklich geholfen. Das wird bestimmt ein guter Text. Wahnsinn, es ist wie ein Traum. Siehst du, das ist kein Traum. Boah! Lagune, eine neue Mission, schnell in die Residenz! Resident Evil. Können wir uns wiedersehen? Ja, aber klar, ich muss doch unbedingt dein Lied hören! Okay, und das war, glaube ich, der erste Ausflug ins Paralleluniversum. Also, es ist kein Paralleluniversum, aber ich sage das nur, weil halt die beiden Stränge parallel verlaufen. Nächster Halt, Timber, Timber! Komm, guck hier unter den Rock. Guck hier unter den Rock beim Aufwachen. Nächster Halt, Timber. Timber. Haben wir alle geschlafen? Das war doch nicht etwa Betäubungsgas. Die Seeds sind nicht überall beliebt. Beliebt. Das hat was auf sich. Wir sollten vorsichtig sein. Haben wir uns bestohlen? Haben wir uns was angetan? Bleh. Ups. Wahrscheinlich so. Warte mal einen Moment. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade nur mal kurz meine Stimme reinigen. So ein Glück. Ich bin okay. Interessiert aber keiner, du okay bist. Kurz vor mir zu Hause bleiben. Ich hatte einen schönen Traum. Auch geträumt. Ein schöner Traum war es zwar nicht. Aber schlimm war doch auch nicht, oder? Ich habe geträumt, ich wäre ein Vollidiot. Das ist kein Traum, das ist die Wirklichkeit, Squall. In Kürze erreichen wir Timber. Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Sie nichts zurücklassen. Ich persönlich finde, ne, also, okay, ich lese erstmal weiter vor. Laguna war echt super toll. Ich habe auch von Laguna geträumt. Ein galbadianischer Soldat, oder? Laguna, Kairos und Ward. Was? Ha, genau. Was hat das zu bedeuten? Hm, nachdenken nützt jetzt nichts. Denken wir lieber an unsere Mission. Sie hat recht. Legen wir diesen Vorfall zu den Akten. Ich werde es dem Direktor berichten, wenn wir wieder zurück sind. Ach ja, wir sind ja gleich da. So, jetzt geht's auf. Weg. Ich auch.